Ganz herzlichen Dank für die freundlichen, begrüßenden Worte. Ich bin nicht ganz sicher, würde es möglich sein, das Bild ist so schön, ich kann es hier sehen, ich kann Ihnen auch gerne den Computer umdrehen, damit Sie sehen können, wie toll die Farben sind, dass wir das ein bisschen löschen, damit das auch für Sie ein bisschen schöner zu sehen sein wird. Vielen Dank. Ich sage gleich noch was zur Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und das auch an dem vermutlichen Rahmen einer Konferenz schlechtesten Spot, den man so haben kann, am letzten Tag direkt nach dem Mittagessen. Das ist die Stelle, wo eigentlich niemand vortragen möchte. Ich tue das trotzdem sehr gerne, zumal ich damit auf eine Einladung reagiere, die am 16. Oktober 2019 ausgesprochen wurde, also vor ungefähr 2 Jahren, in der es dann hieß, wir würden dich gerne zu einem Vortrag beim 5. Montafonot-Gipfeltreffen einladen, der sich mit einem Thema zu den Parthern, idealerweise Tange Sarwak, auseinandersetzt. Das wirft natürlich sofort Fragen auf. Also normalerweise, wenn man so gefragt wird, bitte dieses Thema, fragt man sich natürlich, warum? Habe ich auch gemacht? Ich habe keine Antwort bekommen. Überrascht habe ich dann trotzdem meinem Ausdruck der Freude, meiner Freude über die Einladung Ausdruck verliehen, zugesagt, aber gesagt, ich würde das Thema eher weicher formulieren, um mehr Spielraum zu lassen. Vorschlag: Performance und Präsenz, Felsreliefs und Bergheiligtümer der Arsakidenzeit. Um ehrlich zu sein, das war eine schlechte Idee, weil es Erwartungen weckt, die ich auf gar keinen Fall einlösen kann. Im Sinne hatte ich wohl damals, soweit ich mich nach 2 Jahren noch entsinnen kann, vermutlich die Tatsache, dass ich mich bislang immer erfolgreich mit gewissem Respekt um eine Behandlung der elemäischen Felsreliefs gedrückt hatte, zu denen ja zwischen 1985 und 1992 diverse gewichtige Monographien von Louis Vandenberge und Klaus Schippmann, Trudi Kawami und schließlich Hans-Erik Mathiesen erschienen sind. Zum anderen aber sind in den letzten Jahren in Irakisch-Kurdistan eine große Zahl von Felsreliefs der Arsakidenzeit entweder neu entdeckt worden oder neu aufgenommen worden, sodass man über diese Reliefs im Grunde genommen eigentlich sehr gerne reden würde. Und ich zeige Ihnen gerade mal, worum es hier geht. Hier unten, dort ist der Ort Tani Sarwak und der liegt etwa 100 Kilometer südlich von den anderen elemäischen Felsreliefs vorkommen und etwa auch gleich weit weg, nämlich 100 Kilometer, das habe ich jetzt hier nicht eingetragen, nördlich von Nishapur, wo wir die nördlichsten sassanidischen Felsreliefs finden. Entschuldigung. Ich hoffe, es war trotzdem verständlich. Also hier setzt dann Fars ein, die Provinz, wo sich die ganzen sassanidischen Felsreliefs befinden, und zwar alle, keine nördlich davon, während die arsakidischen Felsreliefs sich entweder hier in der Elimais konzentrieren oder hier oben im heutigen irakischen Kurdistan. Und die Reliefs dort oben, die sehen in etwa so aus. Sie finden sich, wie gesagt, an verschiedenen Stellen. Ich nehme hier 3 Beispiele. Die Namen stehen drunter. Üblicherweise haben wir jeweils einen einzelnen Herrscher auf diesen Reliefs in der üblichen Tracht mit einem längeren Obergewand, gerne auch noch einen Mantel dazu, Hosen, Stiefel und dann unterschiedliche Kopfbedeckungen, die üblicherweise noch mit einem zusätzlichen Diadem verziert werden, woraus wir auch schließen können, dass es sich hier normalerweise um Herrschergestalten handelt. In manchen Fällen ist auch noch eine Beischrift beigegeben, die uns die Personen individuell dann erläutert. Das ist allerdings in weniger Fällen der Fall. Die Reliefs finden sich, und das macht sie interessant, durchaus an Felswänden, allerdings eigentlich immer unmittelbar in der Nähe zu Städten, die an Passdurchgängen durch die kurdischen Berge führen. Das wäre eigentlich ein schönes Thema gewesen, zumal man hätte darauf verweisen können, dass die in der Tradition stehen, in der sich auch die Reliefs der Verwalter, der Maria, Herren der Stadt Assur zur selben Zeit befinden. Von denen kennen wir einige Reliefs in ähnlicher Pose. Wir wissen allerdings, es sind keine Könige, sondern es sind wirklich diese Verwalter, die ja auch durch den Beischrift gekennzeichnet sind, deren Reliefs finden sich hier in diesen Bereichen im Gebiet des alten Assur-Tempels. Das heißt, diese Verwalter nehmen im 2., 3. Jahrhundert nach Christus genau die Position
auf, die assyrischen Könige, die im 2. und 1. Jahrtausend vor Christus Angst und Schrecken zwischen Zypern und dem Nordiran, zwischen Urartu und dem Persischen Golf verbreitet haben, eingenommen hatten und setzen sich ganz in diese Tradition. Wir sehen aber, diese Reliefs sind eben nicht an Felswänden, sondern sie stehen eigentlich in mehr oder weniger Flachland im Tempelbereich, was auch für diese Figuren gilt, die auch in die gleiche Zeit gehören, die Herren und später dann Könige von Hatra, von denen wir sehr viele freistehende Skulpturen aus Tempelzusammenhängen kennen. Und das ist auch der große Unterschied. Hier haben wir Bilder, die im Tempel zur Andacht, zur Präsenz im Tempel gemeint sind. Die Bilder, die wir sonst von den Herren in Kurdistan sehen, müssten wir, was ihre Bedeutung angeht, wahrscheinlich anders verorten. Gerade wenn man sich anschaut, dass sie in Ahmadiyya zum Beispiel entlang des Weges zum Stadttor in den Fels geschlagen sind. Wir wollen aber woanders hin. Wir wollen eigentlich nach diesem kleinen Ausflug dann doch zu dem Thema Tanisavak zurückkehren. Und es ist schön, dass Robert Rollinger gerade in dem Moment den Saal betritt, wo er sich selber auch auf der Leinwand sehen kann. Denn meine Frage war natürlich, wenn Robert Rollinger und Josef Wiesehöfer mich fragen, sag doch bitte etwas zu Tanisavak. Warum um Gottes Willen? Denn Josef Wiesehöfer ist derjenige, der den Artikel im Neuen Pauli zu Tanisavak geschrieben hat. Und Robert Rollinger hat auf seiner Website ein Bild, und Sie ahnen es, wo das Ganze ist, von sich vor dem einen Hauptfelsen von Tanisavak auf der Website stehen. Die beiden waren da, die beiden waren zusammen da, die beiden kennen den Ort und haben damit einen enormen Vorteil mir gegenüber, der ich noch nie da war. Und dieses Problem wird sich gleich auch nochmal wieder bestätigen, also nicht nur in meiner Person, sondern auch an anderer Stelle. Man sollte am besten über Dinge reden, die man wirklich kennt. Also sehen Sie mir bitte manches nach. Versuchen wir also eine erste Annäherung und zitieren Josef Wiesehöfer. Tanisavak. Schlucht auf halber Strecke zwischen Ram Hormuz und Behbehan in der antiken Elemais, wie wir wissen, einer Landschaft im Südwest-Iran, in der im 2. 3. Jahrhundert nach Christus Felsreliefs zum Teil mit elemäischen Inschriften auf vier Felsblöcken, von denen wir einen schon gesehen haben, angebracht wurden. Während einige der Reliefs die Dynasten Abbasi oder Adabashi eigentlich und Orodes sowie Angehörige und Würdenträger bei Herrschafts- bzw. Legitimationsriten eventuell, würde ich ergänzen, vor Gottheiten und Göttersymbolen abbilden, findet sich auf Block 3 die Darstellung eines Reiterkampfes. Ich zeige Ihnen den gleich. Die Gleichsetzung des Platzes mit einem aus der Literatur bekannten elemäischen Heiligtümer bleibt umstritten. Das ist solide, souverän und eigentlich könnten wir es fast dabei beruhen lassen. Aber deshalb bin ich ja nicht gefragt worden, wenn es man es damit wirklich wenden lassen sollte. Ich zeige nochmal die Lage hier, also das, was Josef Wiesehöfer gesagt hat, Tanisavak da vorne, da Behbehan, da Ram Hormuz, 50 Kilometer nach Behbehan, 60 nach Ram Hormuz, die anderen Orte, die hier drauf sind, vielleicht um das zu erwähnen, also die Hauptstadt des Arsakidenreiches Ktesiphon ist 580 Kilometer Luftlinie weg und diese Städte hier, Basra und die zu dem Zeitpunkt mesenische Hauptstadt Karax, die mir immer sehr wichtig ist, sowie die Hauptstadt der Elemäis, Susa, sowie auch Isfahan, was hier gerade jetzt doch nicht mehr drauf ist, liegen alle in ziemlich genauer Äquidistanz mit 230 Kilometer Entfernung. Alle diese Gebiete, und deshalb sage ich das, kommen eigentlich nicht wirklich in Frage als diejenigen, die ein größeres Pilgeraufkommen generiert haben könnten zu einem Ort, der als Heiligtum in den Bergen liegt. Wir kommen aber auf das Thema zurück. Wir sollten außerdem noch ergänzen, dass die Beschreibung als Schlucht, als Tang, das Ganze nur teilweise trifft. Das heißt zwar so, und es ist auch grundsätzlich richtig, aber es handelt sich hierbei eigentlich um zwei Dinge. Zum einen nämlich, wir stehen hier vor dem westlichen Eingang, also etwa da. Zum einen um eine wirkliche Schlucht, bei der es dann recht heftig nach oben geht, bis zu etwa diesem Punkt, wo sich das erste Relief findet. Und dann öffnet sich das Tal etwas um einen Raum von ungefähr 1,5 mal 0,5 Kilometern zu bilden. Wir haben also eine Art Hochtal,
300 Meter plus minus oberhalb dieser weiten Ebene hier im Westen, während es in die andere Richtung sehr viel bergiger zur Sache geht. Das Tal wird durchzogen von einem kleinen Bachlauf, der je nach Jahreszeit und zum Beispiel Schneeschmelze zwischen sommerlich trocken und frühlingshaft bergbachwild changiert. Der Einzugsbereich ist dabei recht gering. Es handelt sich in erster Linie um die Hänge der angrenzenden Berge. Also der Hauptstrom kommt von hier runter. Da sehen Sie das Tal, das von hier so abbiegt. Und kurz vor der Abbiegung kommt dann auch noch Wasser von diesen Bergen runter. Der hier hat immerhin reicht bis zu 2100 Meter hoch. Hier in dieser Gegend sind wir bei 1800 Metern, was die Gipfel angeht. Also etwas, was sich sogar in Vorarlberg einigermaßen sehen lassen könnte. Die Frage, die eine sehr wichtige ist, ist die, ob das Tal eigentlich über eine eigene ständige Quelle verfügt. Denn auch in den Bergen sind Ressourcen das A und O. Und eine ständige Quelle wäre natürlich für jede weiterführende Interpretation von größerer Wichtigkeit. Ich habe das nicht verifizieren können. Sir Horace Stein, der 1936 diesen Ort aufgesucht hat, berichtet von einer ständigen Quelle, allerdings war der auch im Januar da. Und da könnte die Situation eine andere gewesen sein. Also ich bin für Hinweise von denjenigen, die sich wirklich auskennen, dort sehr dankbar. Gut, an der Stelle nochmals gefragt, warum Tangisawak? Dafür könnte es durchaus mehrere gute Gründe geben. Einer davon könnte sein, dass der Ort forschungsgeschichtlich von ausgesprochener Bedeutung ist und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Dieser Ort gehört nämlich zu den ganz frühen, die in der Diskussion über altorientalische bzw. nicht mehr ganz so altorientalische Monumente auftauchen. 1841 ist Baron de Bode, der erste Sekretär der russischen Botschaft in Teheran, durch das Land gereist und hat bei seiner Reise durch die Ebene von Behbehan deren, ich zitiere, "extreme productiveness of the soil, the genial warmth and fragrance of the atmosphere and above all the luxuriant carpets of the fields, rich with the spontaneous gifts of flora in the very depth of winter, begeistert hat, lobte. Vom lokalen Verwalter wurde er auf the existence of some curious sculptures and inscriptions aufmerksam gemacht und beschloss, diese aufzusuchen. Erste Beschreibungen und Abbildungen hier im Bild, die dann übrigens von Eugène von Flandin, dem großartigen Zeichner und Architekt, nochmal wieder aufbereitet wurden und nochmal publiziert wurden. Die sehen viel hübscher aus, aber Flandin war auch nie da. Dinge wurden dann 1845 publiziert. Die Reliefs sind außerdem durchaus in der persischen Literatur erwähnt. Ekte Shamat Daula publizierte 1853 Zeichnungen und Forsata Daula 1892 eine kurze Beschreibung mit impressionistischen Abbildungen. Bis zu einer weiteren eher wissenschaftlichen oder ersten wissenschaftlichen Untersuchung dauert es dann allerdings bis zum Januar 1936, als, wie erwähnt, Sir Horace Stein das Tal für genauere Untersuchungen besuchte. Stein wählte dabei einen Zugang von Osten, den ich versucht habe, hier irgendwie nachzuvollziehen auf diesem Google Earth-Foto. Es ist übrigens lustig, wenn Sie sich da durch die ganze History der ganzen Satellitenbilder durchklicken. Normalerweise ist das Tal total verschattet. Also das ist eigentlich das Einzige, wo endlich mal ein Winkel gefunden worden ist, der das Tal vernünftig abbildet. Also das ist der Weg, wie er ihn gezeichnet hat. So wird er ihn nicht genau gegangen sein, sondern wahrscheinlich ist er genau hier hochgeklettert. Und das war kein Vergnügen. Er kämpfte sich von Seinab kommend durch einen Steilabhang, wo sogar schließlich die Maultiere entladen werden mussten, weil sie in den Steinverstürzen nicht mehr vorwärts kamen. Erik de Waale sagt 40 Jahre später leicht belustigt, vermutlich sei Stein der Einzige gewesen, der jemals versucht hätte, von der Seite ins Tal zu gelangen. Als er dann aber endlich über den Pass war, den er als Wasserscheide bezeichnet, was ja auch bezeichnend ist, also nicht was die Wegequalität angeht, war er begeistert von der speziellen Atmosphäre und blieb direkt 3 Tage, in denen er dann wiederum verzweifelt versuchte, Abklatsche der Inschriften anzufertigen, die ihm im wiederkehrenden Regenschauern nicht trocknen wollten.
Zwischendurch fertigte er die ersten Fotografien der Reliefs an, wie wir das hier zum Beispiel sehen können, bevor er das Tal dann sinnvollerweise in die andere Richtung nach Westen verließ. Dabei traf er auf dieselben Abschnitte eines gepflasterten Weges, den ich gleich zeige, der in der steilen Schlucht angelegt ist, über den schon Bode sagte, dass es Slippery Worn-Out Pavement sei, über das sehr viele Menschen in der Vergangenheit gegangen sein müssten. Die Frage des Weges, der Zuwegung, Zugänglichkeit dieses Tals ist natürlich eine absolut fundamentale, wenn wir uns mit der Rolle dieses Tals beschäftigen wollen. Heute führt eine fast ebene, hier in grün gezeichnete Straße, zum großen Teil eine Schotterstrecke, hier von der die Berge und Tangisawak umgehenden Fernstraße Richtung Tal. Das ist ein beliebter Wanderweg. Und wenn Sie über irgendwelche antiken Felsreliefs oder so etwas im Iran irgendetwas lernen wollen, nutzen Sie die Hiker-Websites. Es gibt ein großes Angebot, also so ähnlich wie hier für Österreich auch, von begeisterten iranischen Hikern, die Ihnen die besten Tipps und Tricks verraten und dabei dann außerdem nette, sehr gute teilweise Fotografien von historischen Monumenten zur Verfügung stellen. Eine großartige Quelle. Ich habe eben schon eins von diesen Bildern benutzt und werde gleich auch noch mehr davon zeigen, die also durchaus besser sind als alles, was Sie in der Literatur finden können. Die Frage ist allerdings, also Stein ist hier hoch. Normalerweise, und so sind auch Robert Rollinger und Josef Wiesehöfer, glaube ich, gegangen, läuft man dann doch eher hier von der Straße kommend, von hier vom Eingang, nein, Entschuldigung, das ist schon das erste Relief, von hier den Eingang hoch, da hat man auf 250 Streckenmetern 200 Höhenmeter zu überwinden. Es geht also einigermaßen nach oben und dann hier in der Kurve ins Tal. Die heutigen Hiker stellen sich hier auf den Parkplatz und laufen dann hier runter. Das ist die andere Alternative. Wir haben nur keine Ahnung, weil Stein es nicht berichtet, de Bode niemals so weit gekommen ist und von allen späteren Kolleginnen und Kollegen, die jemals dort waren, niemand sich die Mühe gemacht hat, mal nachzugucken, ob dieser Weg auch, der fast eben ist, also wirklich sehr leicht, ob der schon in der Antike eventuell existiert haben könnte. Was für die Zugänglichkeit des Tals natürlich ein völlig verändertes Bild ergeben würde. Ich fürchte, man muss zum einen noch mal langlaufen, schauen, ob irgendwo hier an den Rändern noch was ist, so wie Mirjo Salvini das so wunderschön macht, dass er auch an unmöglichsten Stellen noch Inschriftreste entdeckt. Also eine wichtige Frage über die Zugänglichkeit. Machen wir mal weiter. So, wenn wir die heutigen technischen Möglichkeiten des Satellitenbildes weiter nutzen, so sehen wir, dass dieser Block 4 hier, da müsste ich vielleicht dann doch nochmal zurück, da ist er eingezeichnet, Block 4, knapp vor dem Abzweig des Weges in diese Richtung ist. Sie kommen in die Richtung auch nicht mehr weiter. Da geht es dann richtig nach oben, da wollen Sie gar nicht hin, das führt zu nichts. Da kommt Ihnen nur noch das Wasser entgegen und Geröll. Also Sie wollen hier dann abbiegen, wenn Sie in die Richtung wollen, und das passiert knapp hinter diesem Stein. Das heißt, für mich stellt sich die Perspektive auf dieses Tal, auch wenn ich noch nicht da war, letztlich so dar, dass wir hier an dieser Stelle, nämlich da, wo der Steilaufstieg in eine etwas flachere Phase übergeht und sich das Tal ein klein wenig weitet, so hier so einen Eingangsstein haben mit den ersten Reliefs und hier an dieser Stelle einen weiteren, beinahe als Tor fungierenden, ebenfalls mit Reliefs versehenen Stein, während in der Mitte des Tals hier zwei größere Felsblöcke mit mehreren Reliefs versehen sind und das Zentrum bilden. Hier noch übrigens der Hinweis, ich hatte es schon angekündigt, das ist der Weg, den Hubertus von Gall für insgesamt 170 Meter hat verfolgen können, der sich hier in diesem Steilabschnitt befindet. Entschuldigung? Ja, okay. Also, ich nehme auch Zwischenfragen gerne an. Also hier nochmal der Blick, zum dicken Finger gehabt, der Blick auf die einzelnen Reliefs, hier das Eingangsrelief sozusagen, was Sie dort sehen können, dann in einem zweiten, falsche Richtung,
so ein Ausgangsrelief und die beiden Kernstücke, da ist auch der Reiter, den Josef Wiesehöfer extra in seinem Artikel erwähnt hatte. Wir kommen gleich nochmal darauf wieder zurück. Ich erwähne aber an dieser Stelle, dass, ich sollte vorher nochmal kurz zusammenfassen und sagen, dass hier also durch die Eingänge eigentlich ein intensiver, mehr oder weniger geschlossener Raum entsteht, der von 300 Meter hoch, teilweise auch mehr, aufragenden Bergwänden umgeben wird, wie Stein formulierte, like an amphitheater. Das ist so der Eindruck. Ich erwähne an dieser Stelle aber, dass es bislang keinen halbwegs genauen Plan des Tals überhaupt gibt, also auch nach 180 Jahren nicht. De Weyler hat als einziger überhaupt 1973 mal versucht, die Blöcke mit Reliefs wenigstens auf einer gängigen topografischen Karte zu lokalisieren. Dabei hat er allerdings auch nur Block 1 exakt festlegen können, die anderen hat er nur mit Schrittdistanzen hinzugefügt. Und obwohl die Reliefs nun eben, wie gesagt, schon so lange bekannt sind, seit 80 Jahren Bilder vorliegen und die Inschriften vor 70 Jahren erstmals diskutiert wurden, hat niemand bislang die Felsen jemals vermessen. Selbst bei den ausführlichen Beschreibungen der 80er Jahre und bis zu von Galt im Jahr 2000 finden sich nur pro Block eine Höhenangabe und eventuell mal eine Seitenlänge. Alle haben immer getreulich nur auf die Reliefs geguckt und nie auf die Blöcke. Und diejenigen, die die Inschriften behandelt haben, haben auch nur auf die Inschriften geguckt und nicht auf die Bilder. So wie diejenigen, die als Archäologen auf die Bilder geschaut haben, die Inschriften großzügig ignoriert haben. Der Kenntnisstand ist daher immer noch problematisch. Der Publikationsstand zunächst auch noch zutiefst verwirrend. So hatte Stein zwar erste Fotos geliefert, die Blöcke aber nicht benannt. Das tat dann 1951 Walter Henning aufgrund von weiteren extra für ihn angefertigten Fotografien. Er versah die vier Reliefblöcke, die ich genannt habe, und die einzelnen Reliefs erstmalig systematisch mit Kurzbezeichnungen, nämlich Block A bis D. Die Benennung hat aber nichts mit der Lage im Gelände zu tun, egal von wo man kommt. A war für den Iranisten und Semitisten Henning der Block, der die meisten Inschriften hatte. B, derjenige mit den zweitmeisten, C und D haben gar keine, also wurde C der mit zwei Reliefs und D der mit dem einen. Zudem hatte Henning, und ich komme zum Thema zurück, zum Grundbass, hatte Henning, der nämlich nie selbst vor Ort war, ich hatte schon angekündigt, das ist ein Problem, die Orientierung der Blöcke falsch verstanden oder falsch übermittelt bekommen. Die Richtungsansagen jedenfalls sind völlig unbrauchbar. Relief BS, wie es traditionell heißt, ist nämlich eigentlich das Relief auf der Nordwestseite von Block 1, nur um Ihnen einen Einblick zu geben, falls Sie sich für die Literatur interessieren. Arbeiten Sie sich ein. Korrigiert wurde das also 1973 von Eric de Waele, der eine neue Nummerierung einführte. Er kam vom Westen durch die steile Schlucht und sortierte die Blöcke so, wie er sie antraf. Doch kehren wir zurück zu den wichtigeren Fragen. Warum finden wir denn in diesem, wie ich es eben definiert habe, schön definierten Tal so viele Reliefs? Was war der Zweck von diesen Reliefs und möglicherweise, wenn wir es so sehen wollen, einer Anlage? Antworten sollten sich in den Reliefs und Inschriften finden, denen wir uns mal ein wenig zuwenden. Und ich habe hier sehr kürzen müssen. Wir stoßen auf viele Probleme, die ich gerade schon genannt hatte. Zusätzlich zu der gegenseitigen Missachtung von Philologen und Archäologen stellt sich das Grundproblem, dass die Reliefs einfach miserabel erhalten sind und die Inschriften schwer zu lesen und noch schwerer zu verstehen. Die Übersetzungen sind trotz aller Bemühungen unbefriedigend. Um ein zentrales Beispiel zu geben. Gleich mehrfach kommt in den Inschriften, falls richtig gelesen, auch das ist nicht sicher, die Formulierung Nasib Kursi vor. Henning in der Editio Princeps argumentierte, dass hinter dem klar lesbaren Namen Vorot der Titel König stehen müsse. Da wir ja aus der Elimais von Münzprägungen wissen, dass Vorot, Orodes, ein beliebter Königsname in der Elimais war. Dummerweise steht das aber nicht da, noch in irgendeiner anderen Inschrift im Tal. Es wäre so einfach, wenn dort Melek, König, stünde. Henning argumentiert, why then does our King Orodes not call himself king, as he should? We can blame him. I can think of only one answer. Orodes is not king yet.
He is only at the point of becoming king. Und Henning übersetzt entsprechend Herodes assuming the throne. Seines Erachtens passt das auch gut mit dem Motiv der Investitur zusammen, das auf dem zugehörigen Relief seines Erachtens zu sehen ist. Aber stimmt das? Ist das überhaupt sinnvoll? Schauen wir uns diese Szene doch nochmal an, um die es hier geht. Es geht um diese da. Was sehen wir? Wir sehen einen auf einem Kissen aufgestützt gelagerten mit voluminösem Haar und offensichtlich auch einem etwas auf dem Kopf. Er trägt lange Hosen, das lange Obergewand, was Sie jetzt schon kennen von den anderen Reliefs, weshalb ich sie Ihnen auch gezeigt habe. Und er liegt auf einer mit übereinander geschlagenen Beinen auf einer Kline. Neben dem Kopfende steht eine wohl männliche Person mit einem als Füllhorn Cornucopia interpretierten Gegenstand in der Hand. Am Fußende wiederum sitzen auf zwei hohen Stühlen, ich hoffe, Sie können es erkennen, und auch jeweils noch mit einem Fußschemelchen versehen, zwei weitere Personen mit auffälligen Kopfbedeckungen. Die eine mit einem Strahlenkranz, dessen Strahlen jeweils in Kugeln enden, und die andere mit einem Helm, mit einer Art Helmbusch. Details kommen gleich. Ich zitiere Ernie Harvink. The helmeted figure holds a spear with the point upright while the hallowed person holds a staff ending on top in a ball. Das ist die hallowed person. Eine schwer zu interpretierende Szene, zumal der Erhaltungszustand wirklich schlecht ist und Mutmaßungen damit breitem Raum geboten wird. Je nach Autorin, ich sage das hier mal von Herring übernommen, die ganzen verschiedenen Interpretationen, die es so gab im Laufe der Zeit, je nach Autorin nimmt, hält oder überreicht die liegende Person ein Diadem im Rahmen einer Investitur, die entweder im säkular-weltlichen oder im religiösen Bereich angesiedelt wird, je nachdem, ob die sitzenden Personen als Menschen oder Götter interpretiert werden. Am weitesten hervorgewagt hat sich Hubertus von Gall, der hier einen Hieros Gamos als legitimierendes Ritual der Krönung von Vorod sieht. Unklar bleibt dabei allerdings, wen der liegende Herodes als Partnerin bei der heiligen Hochzeit haben soll, denn von Gall interpretiert die Sitzenden als Athena und Artemis. Your choice. Das wiederum inspirierte Ernie Harvink zu einem Aufsatz mit dem wundervollen Titel, den ich Ihnen nicht ersparen kann. Goddesses do not have mustaches and do not wear trousers. Indem er klarstellte, dass die beiden angeblichen Damen nach Ausweis der Detailfotos, die die Belgier 1973 gemacht hatten, durchaus bärtig sind und seines Erachtens männlich. Sie merken, in der Diskussion geht es hier ums Grundsätzliche. Sind es Menschen oder Götter? Letzteres womöglich wegen der Kopfbedeckung, sind die Wesen weiblich oder männlich. Die Ansichten gehen auseinander, sind aber für die Interpretation des Gesamtbefundes der Reliefs in den Bergen und des genannten Platzes eben nicht unbedeutsam. An anderen Orten, weiter im Westen, würde man eine solche Darstellung ohne größeres Zögern nicht als eine Krönungsszene interpretieren, sondern als sogenannte Bankettszene. Das heißt, eine der beliebtesten Darstellungen auf kaiserzeitlichen Grabstelen zwischen Britannien und Anatolien. Und in Lebensgröße, gerade in Kombination mit seitlich sitzenden Gattinnen und Kindern, ist die Darstellung der jeweiligen Gründer der großen Grabanlagen in Palmyra in dieser Form ausgeführt. Als Felsrelief übrigens auch über Eingängen zu Gräbern im wilden Kilikien. Und Sie sehen mühelos, dass solch ein Kranz auch keines, wie ihn die Figur in Tangisawak hält, keineswegs ein königliches Diadem sein muss, sondern fast regelhaft mit Toten verbunden wird. Dürfen wir also ein Grab annehmen? Oder ein Kenotaph? Eine Erinnerung an einen herausgehobenen Toten? Die alternative Idee, also die Investitur, die seit 1951 die Literatur beherrscht, ist eigentlich nur auf Hennings Übersetzung der vermutlich zugehörigen Inschrift zurückzuführen, bei der eben die eine Interpretation die andere stützte. Und diese Interpretation hätte eigentlich mit der philologischen Neubearbeitung von Jacquet 1964 schon beendet sein können, der übersetzt nicht Vorod, der den Thron besteigt, sondern Vorod, der auf dem Thron sitzt oder schlicht Vorod, der herrscht. Eine Übersetzung, der auch Teller 2008 gerne folgte. Sollte die, und meines Erachtens ist da immer noch Vorsicht angesagt, unsichere Übersetzung richtig sein, sollten wir an dem Relief Vorod, Sohn des Beldosha, auf der Liege, sowie Asiria und Atoka,
auf den Sitzen erkennen. Letzterer mit dem Epitheton der am Tor versehen. Sowohl dieses Epitheton als auch der Titel, der auf dem Thron sitzt, sind allerdings ansonsten nirgendwo jemals belegt. Wenn die Übersetzung aber stimmt, dann ist nicht nur die Investitur ikonografisch fraglich, sondern über die Genealogie wie über die Titel auch der Bezug zum elymärischen Königshaus. Vielmehr sollten die Personen, die laut der Inschriften vor Ort auf dem Thron sitzen, einer untergeordneten, lokaleren Ebene entspringen. Dafür aber, und da muss ich jetzt mich schon beeilen, entfalten sie in ihren Reliefs das gesamte Repertoire herrscherlicher Repräsentanz jener Zeit. Auf Block 1 und 2 sehen wir Opfernde bzw. einen Betil mit Diadem ehrende Personen hier in dieser Stelle. Zwei von diesen Opfernden sind durch Inschriften, der hier, da ist die Inschrift, und dieser hier jeweils als Worot gekennzeichnet. Auf Block 2, also dem hier, wird dieser möglicherweise auch noch durch diese Reihe von Personen in seinem Hinweis auf das Betil mit dem Diadem unterstützt. Es ist allerdings ein Problem, und das musste ich hier völlig rausschmeißen, weil es ja auch wirklich für Sie uninteressant in Kleinigkeiten geht. Aber die Abfolge der Reliefs, die eigentlich crucial ist für die ganze Diskussion, ist nach wie vor umstritten und meines Erachtens in keinem einzigen bisher publizierten Fall auch nur halbwegs überzeugend. Hier geht es um Überschneidungen. Welches Relief kommt nach welchem? Denn das Relief, was als erstes erscheint, setzt eigentlich den Ton. Wir müssten herausfinden, welches ist die Keimzelle, der Kern dieser ganzen Inszenierung, um zu verstehen, worum es hier im Gesamtzusammenhang geht. Und dafür haben wir verschiedene Angebote. Es könnte dieser Worot sein, der auf diesen Betil verweist. Die normale Idee ist, dass das Relief hier alleine das erste sei. Wir könnten allerdings auch unterschiedliche Interpretationen anschließen, wollte ich eigentlich ein bisschen später sagen. Aber wenn wir zum Beispiel zu dem Schluss kämen, was unwahrscheinlich ist, dass hier dieses Jagdrelief oder dieses Relief hier die ersten seien, dann wären wir in einem Bereich herrscherlicher Selbstdarstellung in großer Tradition. Ich brause da schnell gleich durch. Oder sind es diese Thronenden, die am Anfang standen? Wir müssen das alles in Ruhe diskutieren. Also, nur um nochmal zu sagen, herrscherliche Selbstdarstellung, das ist Block 2. Wir sehen jemanden, der einen Bären vom Pferde aus jagt. Wir sehen die Szene, wo ein Stehender einen Löwen killt und damit Bezug nimmt auf das assyrische Königssiegel oder auch hier auf die achämenidischen Paläste. Es ist die traditionelle Ikonografie des siegreichen Herrschers. Und schließlich haben wir das von Josef Wiesehöfer erwähnte Reiterrelief, was von besonderem Interesse ist, insofern als wir hier eine vergleichsweise frühe Darstellung eines stark gepanzerten Reiters haben, einen Kataphrakt, der in irgendeinem Zusammenhang mit diesen Personen steht. Diese hier scheint einen Stein zu werfen, diese einen Bogen zu spannen und zu schießen. Die Person hier hängt tot über den Rand. Die große Frage ist, auch wenn uns das Ganze, vor allem die Alexander-Historien-Gestellten unter Ihnen, an die Uxier erinnern wird, ob wir hier die Bergbewohner haben, die sich gegen diesen Reiter stellen, oder ob wir sehen sollen, dass diese hier ihn unterstützen im Kampf gegen die, die in dem leider abgebrochenen Teil dargestellt gewesen sein mögen. Je nachdem, völlig unterschiedliche Interpretationen, aber es wäre natürlich ein fantastisches Startbild für das Gesamtensemble, was ich allerdings in dem Fall aus stilistischen Gründen nicht glaube. Gut, kommen wir zum Schluss. Wir müssen uns natürlich überlegen, was macht das gesamte Ensemble aus. Von Bode würde ich gerne noch zitieren, weil es so schön ist. Er
bemerkte damals, dass er einfach, ich kürze es ab, begeistert war, jetzt auf dem heiligen Grund zu stehen, auf dem die Göttin Anahita ehemals von den Elamitern verehrt worden sei. Und schon mit Bode beginnt die Idee, dass das Ganze eigentlich ein heiliger Ort ist, ein Ort religiöser Verehrung, den von Gall dann schließlich einfach parthisches Heiligtum nannte. Wir haben aber überhaupt keine Götter, um das gerade nochmal zu sagen, mit Ausnahme von diesem Herakles, der als typische Torwächterfigur im Vorderen Orient auch hier an dem Relief, was diese Torfunktion hat, aufscheint. Stein meinte, neben den verzierten Reliefs noch sonstige Installationen gefunden zu haben, alle anderen verneinen dies. Gut, die Frage stellt sich also, wenn Simone Paganini in seinem Eröffnungsvortrag beredt dargestellt hat, dass man im Berg Visionen haben kann und Begegnungen, nicht zuletzt die Stimme Gottes hören, seine Gegenwart spüren kann, bevor man unter anderem in den Himmel auffährt. Diese Räume in den Bergen sind solche, in denen man Gemeinschaft erleben kann. Wenn die Berge und vielleicht gerade solche Täler just durch die Reliefs als Orte von Zusammenkunft, als Orte der Herrschaft, der Tradition und eventuell Orte ritueller Performance in Frage kommen, können wir das in diesem Fall irgendwie feststellen? Es tut mir leid, wir können es nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir uns damit bescheiden, dass es dringend nötig wäre, das Tal neu zu untersuchen. Es ist so oder so ein Ort offenbar einer Identitätsstiftung für die lokal-regionale Dynastie, ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens, ein erhöhter Ort im Berg für die Ausübung von Ritualen und möglicherweise religiöser Praxis. Eine genauere Bestimmung müsste aber nun erstmal arbeiten mit vernünftigen 3D-Scans von allem, bei denen dann auch die erhaltenen Inschriften und Reliefs mehr Profil erhalten würden. Und falls irgendjemand bereit wäre, mich dahin mitzunehmen, ich wäre gerne dabei. Wir können an dieser Stelle festhalten, es gibt noch viel zu tun an diesem Verehrungsort lokaler Herrschaft, den mein verehrter Kollege Wouter Henkelmann selbst, der eigentlich sehr nüchtern ist, als magisch bezeichnete, was mich dann auch mit dem Vortragsauftrag sehr versöhnt hat. Aber wir sollten dabei Ernie Harings Mahnung in Erinnerung behalten. The scholar who goes to Tangizawak in future should once again have a close look at the two seated figures, but he, she should not forget to take along a light white and a long extendable ladder of some 7 meters. The person who thinks it is worth to do the journey will certainly bring a major contribution to the solution of an important problem which largely depends particularly on one detail, namely on the presence or absence of mustaches. Vielen Dank. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, es gibt eine gewisse Anzahl von Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema. Das habe ich auch gedacht. Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich glaube, jeder, der dir zugehört hat, wird mir applaudieren müssen, dich als Referenten für dieses Thema gewählt zu haben, weil ich denke, du hast nicht nur sozusagen die Gesamtproblematik wunderschön eruiert, sondern auch auf die ganz wesentlichen Punkte und auf die Zugänge aufmerksam gemacht. Und das geht einmal schon wesentlich über das hinaus, was mir an zugänglicher Literatur bekannt ist. Wie würdest du, ich weiß, dass das natürlich extrem schwer zu interpretieren ist, aber wenn man sozusagen jetzt noch einmal einen weiteren übergeordneten Blick hat und diese Großgegend anschaut und auch also Isée Malamir mit einbezieht. Meinst du, ist das sinnvoll, dass man da etwas nachspürt, was sozusagen wirklich, also wo man in einem überregionalen Kontext mehrere solche Dinge hat, nenne ich mal, oder wie würdest du das sehen? Ja, eine ganz ausgezeichnete Frage und ich kann das nur bejahen. Also wir müssen uns ja schon fragen, wo sind diese Reliefs normalerweise? Wo würde man Reliefs anbringen? Eigentlich da, wo viele Leute es sehen. Das ist ja immer so die Kernfrage, wer sieht sowas? Wenn wir irgendeine Zeichnung haben, irgendwelche Kunst, für wen ist es? Und deshalb sind solche Reliefs ja üblicherweise auch an den Stellen, an denen viele Leute vorbeikommen. Sie sollen ja normalerweise gesehen werden. Das ist hier
Nicht der Fall. Es sei denn, wir gehen davon, deshalb habe ich das auch so ausführlich diskutiert, wir gehen davon aus, dass es doch eine Straße dadurch gab, die irgendwo hinführte. Das wird aber nicht der Hauptgrund gewesen sein. Die zweite Alternative für Felsreliefs in der ganzen weiteren Region ist eine Quelle. Etwa ein Drittel, vielleicht sogar ein bisschen mehr, denn in manchen Fällen kann man nicht eindeutig sagen, dass die Quelle der Hauptgrund ist. Also eventuell, aber also ich würde sagen, 50% aller Reliefs, egal ob arsakidisch oder sassanidisch, sind mit einer Quelle verknüpft. Das wäre der zweite Grund. Das ist hier aber anscheinend auch nicht der Fall. Und dann haben wir einige wenige Stellen, und das wollte ich eigentlich noch zeigen, das war dann aber zu viel. Ich hatte so überlegt, ich zeige mal, wo sind die Stellen, wo viele Reliefs sind und wo nur einzelne sind. Und es sind ganz wenige, wo wir viele haben. Das sind insgesamt drei. Eins ist Gali Sadak, ganz im Norden, gar nicht so weit weg von Mosul, also gerade so am Rande von Kurdistan. Eins ist Shimba und das hier ist das dritte. Also das Shimba ist jetzt nicht so weit weg, 100 Kilometer weiter nördlich. Da gibt es mehrere Reliefs, die anscheinend aufeinander Bezug nehmen und die über einen längeren Zeitraum hinweg auch immer weiter erweitert werden. Bei Shimba sieht man das sehr schön und das ist hier, glaube ich, auch das Problem, was bisher noch nicht erkannt worden ist. Da gibt es hier so eine Linie mit 9 Personen nebeneinander. Die sind einfach nicht alle gleichzeitig entstanden. Die Literatur tut aber so. Die sind alle nach und nach entstanden, wenn man genauer auf die Fotografien schaut. Und das müsste man eben wirklich nochmal anschauen. Ja, was ist der Grund? Shimba und auch Hungersda ist der nächste Ort, wo eine Huldigung vor einem König stattfindet. Ich habe es natürlich mitgebracht da. Entschuldigung. Da. So. Die Huldigenden und den Reiter, dem angeblich gehuldigt wird. Das ist möglicherweise eine ähnliche Konstellation, die wir hier haben. Denn wenn wir davon ausgehen, dass Vorod vor dem Betil steht und der Betil mit einem Diadem verziert ist, könnte das wiederum die nächste Stufe andeuten in der allgemeinen Hierarchie. Eine These. Wir müssten versuchen, ob wir diese Dinge möglicherweise miteinander in Beziehung setzen können, um auf diese Art und Weise der feinteiligeren Gliederung der Administration in der Alemais zu jener Zeit auf die Spur zu kommen. Stefan, vielen, vielen Dank für deinen sehr schönen Vortrag, der nicht nur Erinnerungen geweckt hat, sondern der wirklich ein ganzes Stück weiterführt. Diese Elimais ist ja in parthischer Zeit nicht irgendein Raum gewesen. Ich habe mal versucht, aus dem Umstand, dass in der Spätzeit zumindest der Parther, der König der Elimais, ein Doppeldiadem trägt wie der Großkönig, vielleicht den Schluss zu ziehen, dass diese Gegend auch politisch sehr bedeutsam gewesen ist unter den sogenannten Vasallenreichen der Parther. Aber was mich jetzt mehr interessieren würde, ist, gerade wenn wir das oder diese Reliefs mal vergleichen mit dem Partherhang etwa in Bisoton und so, worin liegt das Besondere jetzt dieser elimäischen Kunst, die immer unter Partherkunst umläuft, aber ja eigentlich keine wirklich parthische Kunst ist, wenn wir darunter im engeren Sinne die Kunst der ursprünglichen parthischen Heimat der Arsakiden verstehen würden oder auch immer. Oh je, wie weit darf ich ausholen? Die Kunst der Parther sollten wir uns abschreiben. Da würde ich einfach sagen, das war eine schöne Idee von Rostovtsev, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts im Zuge und relativ bald eigentlich auch, nachdem man überhaupt römische Kunst als solche mit einem Eigenwert ausgestattet hatte, Rodenwald, dann auf Anregung von Rodenwald auch den Parthern eine eigenständige Kunstausübung überhaupt erstmal zugetraut hat. Das war ein Empowerment sozusagen, was Rostovtsev damals gemacht hat. Also die nicht nur als degenerierte, nicht fähige Nachahmer römisch-westliche griechischer Kunst, vor allem dann, also römisch transformiert griechisch, Kunst abzutun, sondern ihnen ihren eigenen Stil zuzubilligen.
Wir kennen nach wie vor eben überhaupt nicht das, was in der Hauptstadt des Reiches, die 580 Kilometer von hier entfernt ist, wie die Krähe fliegt. Was da stattfand, haben wir keine Ahnung. Es war vermutlich sehr, sehr vielgestaltig und wahrscheinlich viel, viel besser als alles, was klassische Archäologen sich normalerweise vorstellen würden. Was wir hier sehen, ist eine sehr lokale Ausformung eines ganz bestimmten Stils von Ansichtigkeit und Unmittelbarkeit. Also die Idee, dass wir Personen haben, die frontal dem Betrachter gegenüberstehen, heißt, man tritt in einen Dialog. Es geht nicht darum, dass man Szenen darstellt, abstrakt, der Besucher diese dann anschauen kann, sondern es geht darum, dass zwischen Besuchern und denjenigen, die da abgebildet sind, eine Beziehung aufgebaut wird. Und dafür sind diese Reliefs in der Elemais ein Musterbeispiel für eine in sich relativ geschlossene Gruppe. Ich würde jetzt nicht mit Matthiesen gerne argumentieren wollen, der auch so richtig schön, also die Studie zur parthischen Skulptur, die ich als grundsätzlich im Kern orientalistisch ansehen würde, der die ganze Zeit davon spricht, dass die Dinge, wo mal jemand nicht ganz gerade ausguckt, sondern so ein bisschen zur Seite oder der Fuß abgespreizt ist, dann als unmittelbar vom Westen beeinflusst anspricht. Das ist hier eine ganz in sich eigentlich geschlossene eigene Ansicht von Unmittelbarkeit in der Kunst. Half das? Okay. Gut, Herr Hauser, ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihren Beitrag.